So, und wieder ein wunderschöner Morgen hier in der Burg Rabenstein. Und ja, es haben sich noch zwei Wohnmobile dazugesellt hier auf den Platz. Ja, ist okay. Haben hier auch wieder ruhig gestanden. War wunderbar. Ich gehe jetzt mit Gemma wieder eine kleine Runde. Bei diesem herrlichen Wetter hier gerade. Also es ist wirklich klasse. Absolut. So ein mildes, angenehmes Wetter hier gerade im September. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Die Nächte mild gewesen bisher. Und das kommende Wochenende soll jetzt auch wieder nochmal spätsommerlich warm werden. Also wirklich top. September ist eines der schönsten Reisezeiten. Nachdem ich unseren täglichen Trinkwasserbedarf aus der nächtlichen Filterung abgezapft hatte, musste ich mich noch etwas unter unseren Campingbus legen. Das gestern gekaufte Lochband passt leider von den Bohrungen nicht an die Schrauben. Nachdem ich die gebrochene und ziemlich angerostete Halteschelle entfernt hatte, kam erst einmal ein provisorischer Draht an die Halterung. Im Laufe des Tages kam hier noch ein, wie man so schön hier in Norddeutschland sagt, Tüdeldraht dran, der bis zum Ende der Reise ordentlich seinen Dienst verrichtete. Kurz darauf kam dann das passende verzinkte Lochband dran. Für uns ging es nun endlich weiter durch den schönen Fläming mit Ziel der historischen Altstadt Jüterbog. Unsere heutige erste Station ist hier in Jüterbog. Wir sind gerade so rund 50 Kilometer Richtung Osten gefahren, in östliche Richtung, und stehen hier gerade an dem Stellplatz von Jüterbog. Für 6 Fahrzeuge kostenlos, gibt kein weiteres Services außer einen Mülleimer. Ja, aber hier direkt so an so einem kleinen Teich. Hinter mir auch noch so ein paar Tümpel, also die Mücken. Anzahl könnte hier doch ein bisschen höher sein. Riecht auch ein bisschen brackig. Ja, wahrscheinlich werden wir doch hier schon weiterfahren. Und wir machen uns jetzt aber auf in die kleine Altstadt, in die historische. Die soll ganz nett sein. Mal gucken, wie die aussieht. Jüterbog erhielt 1174 das Stadtrecht und ist damit zweitälteste Stadt des heutigen Landes Brandenburg. An der Liebfrauenkirche entlang kommen wir zum sowjetischen Ehrenfriedhof. Jüterbog war lange Zeit sowjetisch besetzte Garnisonsstadt. Gegenüber bewachte Erzbischof Wichmann das Kirchenareal. Wir betreten die Altstadt durch das im Westen gelegene Dammtor, früher auch als Frauentor bezeichnet. Insgesamt gibt es dort 3 Stadttore, die im wesentlichen Teil noch erhalten sind. Der Rundturm hat eine Höhe von 32 Metern und besteht aus Feld und Backstein. Ein kleiner Schrebergarten mit unzähligen Gartenzwergen erweckt unser Interesse. Und, wie findest du sowas? Ich würde eher zum Abstauben in den Garten gehen als zum Rasen. Sehr speziell. Interessant. Dann erreichen wir die Mönchenkirche, eine damalige Franziskaner-Klosterkirche. Im sehr schön angelegten Garten mit großzügigem Innenhof legen wir eine kleine Rast ein und vertreiben uns die Zeit mit ein paar Spielgeräten. Weiter! Musik
Auf dem Markt und im Mittelpunkt von Jüterbog befindet sich das Rathaus, was von 25 denkmalgeschützten Häusern umgeben ist. Hier finden seit 1285 Wochenmärkte statt. Die Kreuzrippengewölbe in der Gerichtslaube lassen uns in alte Zeiten eintauchen. Jüterbog schmückt sich bereits für ein kurz bevorstehendes Fest, doch dazu gleich mehr von Claudia. Claudia, erzähl mal, was ist denn hier für ein Fest auf dem Marktplatz? Morgen gibt es den Jüterboger Fürstentag. Anlässlich des Obersächsischen Reichskreistages des Jahres 1624. Das oh. Ist man schon mal feiern. Mittelalterspektakel in der Altstadt. Okay. Ab 13:30 Uhr. Sieht aber echt schön aus. Also dieser Markt hier und alles so schön historisch. Nett. Da ist sie weg, da ist sie wieder. Und es gibt eine öffentliche Verhandlung im Ratssaal des Rathauses. Den Verhandelten okay. Salutschießen, Rückkehr der Fürsten und Ständevertreter auf den Markt. Verlesen der Vereinbarung zu den Türkengeldern und dem Vorgehen gegen den Grafen von Mansfeld. Ja, wir tun ja jetzt auch gerade was sehr Historisches. Wir lassen uns eine sehr alte Speise jetzt gleich kredenzen. Ihr könnt gleich mal sehen, was das ist. So, und hier ist die Auflösung. Was gibt es? Wir kommen bei unserem weiteren Rundgang an der dreischiffigen, imposanten St. Nikolai-Kirche vorbei. Interessant sind auch die beiden unterschiedlichen Doppeltürme. In Jüterbog wurde zu unserem Besuch ordentlich gebaut. Wir scherzen etwas, da man bei dem Vorhaben fast glauben könnte, dass die Stadt eine U-Bahn erhalten wird. Und wie fanden wir Jüterbog? Jüterbog. Okay, nochmal. Okay, wie fanden wir Jüterbog, Claudi? Super. Eine schöne kleine super, Stadt. Ne? Viele bunte alte Häuser, die ganz nett restauriert sind. Macht Spaß, hier durchzugehen. Schön. Ja, kommt auf jeden Fall mal nach Jüterbog. Hier in den Fleming. In der Region, im Bundesland Brandenburg, echt schön. Also kannten wir bisher noch nicht und ist wirklich eine kleine Perle hier in der Gegend. Also, jetzt geht's weiter. Auf der landschaftlich schönen Weiterfahrt nach Luckau erlebten wir ein beeindruckendes Naturschauspiel. Es verfolgte uns eine fast bedrohlich wirkende Schlechtwetterfront mit heftigem Wind, der den Staub über die Felder wehte. Ja, wie das manchmal so passiert. Man filmt und filmt und filmt und dann stellt man plötzlich fest, und zwar als ich heute früh die Daten gesichert habe für die Aufnahme hier von dieser Kamera, von der Action Cam, dass die Aufnahmen nichts geworden sind. Also eigentlich sind sie was geworden, aber ich habe aus Versehen eben so ein Dreifach-Zoom eingeschaltet. Das habe ich nicht gesehen auf dem Display und deswegen sind die ganzen Aufnahmen sehr pixelig und ja, so weit gezoomt, dass man eigentlich überhaupt nicht groß richtig toll was sieht. Also von daher ist der Stadtrundgang in Luckau gestern dem zum Opfer gefallen und da wir aber im Urlaub sind und hier keine Arbeit abliefern müssen für irgendeinen Auftraggeber, ja, haben wir jetzt leider nur ein paar Fotos
von Luckau, die ich gleich nochmal einblenden werde, beziehungsweise euch zeigen werde. Und deswegen gehe ich mit euch jetzt nochmal kurz zum Stadtplan und zeige euch, wo wir gewesen sind. Jo, also, dann zeige ich euch das nochmal. Hier stehen wir jetzt gerade und mit dem Wohnmobil, hier ist der Wohnmobilstellplatz. Der Mönchhof, hier sind wir also durch den Stadtgraben lang gegangen, hier hoch bis zum Roten Turm, dann in die Innenstadt hier zum Markt und dann waren wir noch an der Nikolaikirche, auch sehr schön, da oben der Schlossberg. Und ja, hier gibt es noch so einige Gärten am Stadtgraben. Also es ist wirklich sehr schön. Luckau kann man sich wirklich mal angucken durch den Stellplatz und hier unten links den schönen Stadtpark. Ist das wirklich sehr sehenswert. Hier gibt es noch einen großen Spielplatz für die Kinder. Also eine tolle Sache. Kann man also auf jeden Fall mal einen Tagesbesuch oder auch eine Nacht, so wie wir hier, verbringen und die Stadt mal erkunden. Wirklich eine nette Sache hier, Luckau in Brandenburg. So, und für uns geht es jetzt gleich weiter auf die nächste Station hier im südlichen Brandenburg. Das war der 6. Teil unserer Reise durch Brandenburg. Gleich kommen noch ein paar besondere Impressionen des heutigen Reisetages in einer Diashow. Wir bedanken uns für eure vielen Likes und begrüßen auch die vielen neuen Abonnenten auf unserem Kanal. Das motiviert immer wieder, weitere Videos unserer Reise zu produzieren und hier zu zeigen. Danke fürs Zuschauen!